Moin Leute, was haben Quietscheentchen im Meer verloren? Die Antwort kommt jetzt. Eine kleine Enttäuschung vorweg. Es geht hier nicht hauptsächlich um Quietscheentchen, sondern um Meeresströmungen. Aber so viel sei verraten, die Entchen spielen trotzdem eine coole Rolle. Fangen wir aber erstmal mit den Grundlagen an. Warum bewegt sich das Wasser überhaupt? Es gibt verschiedene Gründe, warum sich die Wassermassen in Bewegung setzen. Hauptsächlich werden die Meeresströmungen von unterschiedlich starker Sonneneinstrahlung an verschiedenen Orten angetrieben. Die bekannteste und bedeutendste Zirkulation von Wassermassen ist die thermohaline Zirkulation. Aber warum heißt das Ding thermohalin? Thermo? Klar, kennt ihr zum Beispiel von der Thermoskanne oder einem Thermometer. Das sagt uns also, dass es mit der Temperatur zusammenhängt. Und Halin kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie salzig. Das benutzt man heutzutage in der Fachsprache, um den Salzgehalt von Meeren zu beschreiben. Der Salzgehalt kann zum Beispiel durch Verdunstung oder Süßwasserzufluss verändert werden. Ein großer Süßwasserzufluss ist zum Beispiel das schmelzende Eisvorkommen der Erde. Die Temperatur und der Salzgehalt im Wasser verändern die Dichte der Wassermassen. Diese Dichteunterschiede setzten dann die Wassermassen in Bewegung. Umgangssprachlich sagt man zu der thermohalinen Zirkulation übrigens auch globales Förderband. Skizziert sieht diese so aus. Die thermohaline Zirkulation ist also eine Meeresströmung, die 4 von 5 Ozeanen durchströmt. Okay, nochmal schnell zusammengefasst. Die Sonneneinstrahlung verändert die Wassertemperatur, aber kann zum Beispiel auch zu Verdunstung von Wasser und zum Schmelzen von Eis führen, was den Salzgehalt des Wassers verändern kann. Unterschiede in der Temperatur und dem Salzgehalt führen zu Dichteunterschieden. Diese beeinflussen die Meeresströmungen hauptsächlich. Die dabei entstehende globale Strömung nennt man thermohaline Zirkulation oder globales Förderband. Gehen wir das Förderband doch einmal durch. Im Nordatlantik ist einer der Antriebspunkte zu finden. Im Winter kühlt das Wasser dort stark ab. Durch die Eisbildung und durch Verdunstung steigt der Salzgehalt des Wassers an. Deswegen sinkt das Wasser ab und zirkuliert bis in den Indischen Ozean und weiter in den Pazifik. Besonders im Bereich des Äquators wird das Wasser durch die starke Sonneneinstrahlung wieder aufgewärmt. Deshalb steigt hier auch besonders viel Wasser auf. Dieser wärmere Strom fließt dann an Indonesien und Afrika vorbei und mit dem Golfstrom wieder in den Nordatlantik. Somit ist der Kreislauf geschlossen. Okay, jetzt habt ihr lange genug gewartet. Jetzt kommen endlich die Quietscheentchen. Für ihre Bedeutung bei diesem Thema müssen wir in das Jahr 1992 zurückgehen. Damals fuhr ein Schiff von Hongkong aus los, das mit diversen Badetierchen beladen war. Es gab einen heftigen Wellengang, weshalb fast 30.000 Tierchen über Bord gingen. Jupp, im ersten Moment wissen wir alle, das ist Umweltverschmutzung vom Feinsten. Aber immerhin halfen die Entchen Forschern weiter, denn sie blieben nicht als Schwarm zusammen. Einige strandeten auf Hawaii, in Australien, Indonesien und Chile. Andere schwammen nach Norden. Dort fand man nach 8 Monaten sogar Entchen in Alaska. Noch 15 Jahre später fand man welche in England und Grönland. Beim Kentern sind die Badetierchen, die übrigens Friendly Floaties genannt werden, in eine Zirkulation im Pazifik geraten. Durch die Tierchen konnten nun also die verschiedenen Strömungen vom Ort des Unglücks aus nachvollzogen werden. Obwohl die Temperatur und der Salzgehalt die größten Einflussfaktoren auf Wasserbewegungen sind, gibt es noch viele andere Dinge, die die Bewegung von Wassermassen beeinflussen können. Die Reibung mit der Luft kann Wasser in Bewegung setzen. Hier ist vor allem die La Niña von Bedeutung. Das ist ein Wetterereignis, das über dem Pazifischen Ozean stattfindet. Die La Niña wälzt sozusagen das Wasser um. Dadurch gelangt das warme Wasser in die Tiefe. Außerdem haben auch einige Himmelskörper Einfluss auf die Bewegung der Ozeane. Das zeigt sich zum Beispiel bei den Gezeiten. Auch die Erdrotation bewegt Wassermassen. Dafür ist zum Beispiel die Corioliskraft verantwortlich. Meeresströmungen können das Klima beeinflussen. Das zeigt sich zum Beispiel an Norwegen und Grönland. Norwegens Westküste liegt auf den gleichen Breitengraden wie Grönlands Ostküste. Trotzdem gibt es im Winter in Norwegen kaum Schnee und Eis. An der Ostküste von Grönland hingegen ist eine Menge Eis und Schnee zu finden. Das liegt am Golfstrom, der zwar in Norwegen ankommt, in Grönland aber nicht. Der Golfstrom bringt also Wärme mit nach Norwegen. Okay, was solltet ihr mitnehmen? Unterschiede in der Wassertemperatur und Salzgehalt verändern die Wasserdichte und setzen somit die Wassermassen in Bewegung. Das nennt man dann thermohaline Zirkulation oder auch globales Förderband, weil es durch 4 Ozeane fließt. Die Friendly Floaties halfen Forschern, die Meeresströmungen nachzuvollziehen. Auch Wind, die Kraft anderer Himmelskörper und die Erdrotation können Wasserbewegungen beeinflussen.
Verschiedene Strömungen können an einigen Orten zu klimatischen Veränderungen führen. Hey Siri, wie schreibt man bessere Noten ohne Aufwand? Unmöglich, du Keck. Hol dir die Simple Club App. Da hast du zu jedem Thema die besten Übungsaufgaben. Einfacher wird's nicht. Geiles Skript. Super.